Wir setzen künstliche Intelligenz nur nach konkreten Prinzipien der Ethik ein. Vier Kollegen, also vier menschliche Intelligenzen, berichten, wie sie unsere Prinzipien im Arbeitsalltag konkret umsetzen. Hallo, ich bin der Markus. Ich arbeite bei Telefonica Deutschland im Bereich Corporate Responsibility. Es ist uns als Unternehmen wichtig, dass wir alle Teile der Gesellschaft auf dem Weg der digitalen Transformation mitnehmen. Mit unseren bundesweiten Förderprogrammen, wie zum Beispiel die O2Gurus in den Shops, digital mobil im Alter, bei dem wir Senioren mit Tablets vertraut machen, mit dem Internet, mit Apps, oder Think Big für Jugendliche, bei dem wir Jugendliche zum Beispiel Making und Coding zeigen, geben wir Inspiration und Hilfestellung für Millionen Menschen. Ich bin Markus und arbeite bei Telefonica an ganz konkreten Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Dank unserer Modelle können wir Anomalien im Mobilfunknetz noch besser erkennen und Störungen gezielt priorisieren. Das erleichtert die Wartung und Optimierung von unserem Mobilfunknetz. Die Techniker können Störungen noch schneller beseitigen. Davon profitieren vor allen Dingen unsere Kunden. Ja, hallo, ich bin die Iris. Ich leite unter anderem das Telefonica Basecamp. Dort unterstützen wir aktiv den gesellschaftlichen Diskurs. Mit dem Telefonica Basecamp haben wir ein einzigartiges Forum geschaffen, wo Vordenker und Kritiker der Digitalisierung gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Startups diskutieren. Mehr als 10.000 Teilnehmer pro Jahr diskutieren mit uns und besuchen unsere Debatten im Telefonica Basecamp. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen, um künstliche Intelligenz zum Wohle aller einzusetzen. Hi, ich bin Stefan, ich bin von Telefonica Next. Wir analysieren Mobilfunkdaten unter anderem für die Zwecke, dass wir den Verkehr in den Städten optimieren können und dadurch auch für eine bessere Luft sorgen. Wir haben das Verfahren, womit wir diese Daten anonymisieren, selbst entwickelt, und zwar gemeinschaftlich mit dem BFDI. Der BFDI ist die höchste Datenschutzbehörde hier in Deutschland. Das Verfahren, welches wir anwenden, ist mittlerweile auch patentiert, TÜV-zertifiziert. Und wir sind auch in der Lage, diese Dienstleistung der Dritten anzubieten, damit andere Unternehmen ihre Daten anonymisiert auswerten können.